Hallo zusammen und willkommen zurück. Wir sind ja wieder back in the USA und wir müssen mal hier kurz einstellen. Sorghum hier, so wollten wir hier drauf knallen. Ich habe den gerade noch mal mit Dünger versorgt, das heißt so und rein theoretisch. Wie war das? Hier. Erster Wegpunkt, 6 Meter Arbeitsbreite, Helfer einstellen, dann sollte der hier erstmal losarbeiten und wir müssen dem Kollegen einmal die Big Macs da noch vom Feld holen, die da drüben stehen, weil die sind etwas im Wege. Oh, ja. Fahren Sie durch. Die sind uns etwas im Wege. Das gut, dann ist der auf jeden Fall schon mal beim Ansehen gleich. Das heißt, das läuft. Und wir können uns auf andere Sachen stürzen. So, wir lassen den einfach mit Autodrive wieder da oben hinfahren. Ich weiß gar nicht, haben wir noch irgendwelche Missionen offen? Nee, haben wir nicht. Aber wir hätten, wir hätten eine Düngemission. Guck mal, auf Feld 57, 8000 Euro. Die nehmen wir doch mit. Und Feld 2 nehmen wir auch mit, weil ich glaube, dass wir irgendwo da oben stehen. Warte mal, wo ist denn Feld 2? Der 2 ist da und wir sind hier. Ja, guck mal. Das machen wir schnell. Ja, auf die 57 werden wir ihn dann mit Autodrive hinfahren lassen. Weil ich habe keinerlei Ahnung, wo das Feld ist. So, das müsste hier die 2 sein. Die machen wir mal kurz ohne VCA, das müssten wir, glaube ich, hinbekommen. Einfach mal hier so einen Kreis ziehen. Wie gesagt, sind zwar nur 600 Euro, die wir jetzt hier bekommen, aber ja, besser als nichts. So, wo haben wir jetzt was vergessen? Ja, hier mittendrin, na klar. Müssen wir halt nochmal drüber. Und hier den Rand. So, hä? Wieso? Immer noch nicht. Da ist doch jetzt alles wirklich gemacht. Geht ja schon mal wieder gut los. Ah ja, da vorne ist noch eine Ecke frei. So, jetzt sind wir durch. So. 57. Sagst du mir, wie lange du brauchst? 5 Minuten. Okay, ja gut. Dann können wir uns in der Zwischenzeit ja mal das eine schon mal gut schreiben lassen. Was hätten wir sonst noch? Grubbern und Spritzen hätten wir auch. 2 Missionen. Feld 39 und 41. Komm, die nehmen wir auch noch dazu. Wir können ja den Anhänger mit dem Saatgut und dem Dünger hier kurz stehen lassen. Und dann machen wir unseren MB-Truck wieder ready mit zur Spritze. Und wenn wir da ein bisschen Geld verdienen. So, ist nur die Frage, wo habe ich die Anhängerspritze? Ich wollte sagen, wo habe ich die Spritze hingestellt?
mal. Na ja, gut, viel ist nicht mehr drin. Stehen auch keine PC-Tanks hier rum. Das ist schlecht. So, was war das jetzt? Was war das jetzt? 39 und 41. Die müssten doch eigentlich, also 39 ist hier, 41 ist das. Dann lass uns doch erstmal auf die 41 fahren. Mal gucken, vielleicht reicht das dann und dann fahren wir einmal vor zum Shop, eventuell holen uns da Nachschub. Jetzt fällt mir gerade ein, ich wollte hier noch das Update von dem MB-Traktor draufpacken. Das muss ich für morgen machen. Es gibt, wie gesagt, es gibt ein Update. Ich habe hier noch die erste Version drauf. Und deswegen schaltet der nicht in den vierten Gang durch. Das ist aber behoben worden. Wie gesagt, die Gegenwart in der nächsten Folge hin. Ich weiß nicht mehr, wie es mit dem Schalten war. Ah, warte mal, wie war das? Hochschalten. Nee, nicht Gruppe. Also Dunkelheit plus und minus, genau. Schalten wir den selbst hoch. Damit wir wenigstens mit voller Geschwindigkeit hier fahren können. Dann machen wir zum Abend noch ein bisschen Geld hier, würde ich sagen. Das war falsch. Wo sind wir? Da unten, genau, wir müssen hier hinfahren. Streuer unten auf dem anderen Feld, dann können wir da weitermachen. Und so. Machen eins nach dem anderen. Klar, jetzt gehen auch noch die Schranken zu. Oh. Wenn schon, eigentlich haben wir es eilig hier. Hopp, die auf. Ey. Gerade sagen. Nicht hier blockiert bei der Arbeit, das geht ja gar nicht. Was ist heute hier? Ist die 14. Das heißt, das nächste Feld auf der linken Seite. Hier mal übers Brückchen rüber machen. Eine 40, das ist dann dieses hier. Und so, ein bisschen weiter rüber. So, guck mal, der Düngerstreuer ist auch angekommen. Aber wir müssen jetzt erstmal hier machen. Weil dann können wir nämlich im Grunde, wenn wir hier fertig sind, ihn zum Shop schicken lassen. Das mal hier ein bisschen hochschieben.
Das war doch irgendwie Vehicle Dealer Abholung. Dann fährt er da runter, dann holen wir einmal Herbizide neu. Ich weiß nicht, vielleicht steht da sogar noch ein IBC-Container unten. Und während der runter zum Shop fährt, können wir schon wieder mit Düngestreuer weitermachen. Auch relativ schnell hier. Wenn wir gucken, wir haben jetzt eine Bahn und sind bei 26%, also vier Bahnen schätzungsweise, dann sind wir durch hier. Ja, muss aber ganz schön kämpfen, trotz allem. Eine größere Spritze darfst du dem auch nicht geben. Das Problem hatte ich vorgestern im Livestream von den Nachbarsbauern. Ja, auf YouTube werdet ihr das noch bald sehen. Also da habe ich mir auch den MB-Truck geholt und eine Anhängespritze. Die schafft er einfach nicht. Da ist er einfach zu schwach. Er ist zwar schön günstig, aber tja, wenn man nicht vorankommt, ist das halt schlecht. Ja, und die Seemaschine da unten auf den Kombifeldern, ja, ist auch gut dabei, muss man sagen. So, jetzt haben wir hier irgendwie ein komisches Geflacker. Das ist irgendwas von dem da. Haben wir hier irgendwo. Jetzt ist es weg. Okay, gut. Jetzt ist wieder da. Keine Ahnung, was das für eine komische Sache ist. Ja, ist auch egal. Stört uns jetzt nicht so wirklich. So, ich bin ja mal gespannt, ob die Breite reicht, damit wir das abschließen können. So, mach hin. Wir können ja mal gucken, welches ist denn die 57? Ach, das ist das. Wir haben hier relativ lange Geraden. Dann eben die Beugung. Aber das sollten wir, denke ich mal, problemlos hinbekommen. So, Spritzen. 87%. Auf jeden Fall reicht der Spritzeninhalt. Das ist schon mal sehr wichtig. Und es reicht natürlich nicht, um die Mission zu beenden, ne? Oh doch, doch, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. So, dann kommst du einmal zusammen wieder. Und Auto Drive geregelt und wir machen direkt hier weiter. Irgendwie irritiert mich diese Meldung da, muss ich ehrlich zugeben. So, ich würde auch mal sagen, wir machen eine Querbahn mal so. Damit wir ein bisschen mehr Platz zum Drehen haben. Ja, komm, ist jetzt egal, wenn jetzt das nicht ganz
rübergeschoben ist. Wir wollen loslegen hier. Aber wir können uns ja gleich mal das Geld hier holen. 2,8. Ja, sehr viele Seemissionen. Können wir uns ja auch mal überlegen, ob wir irgendwann da noch einsteigen in das Business. Aber wir haben halt kein eigenes Saatgut. Das ist der Nachteil. So. Jetzt machen wir einmal so, einmal so. Dann geht das hier rüber. Und dann düngen wir mal schön weiter hier. Und immer mit den Bahnen jetzt hoch und runter. Gut, wir werden das heute nicht ganz fertig bekommen, aber morgen dann, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall den Betrag gleich mal austauschen. Ausholen. Und auf die nächste Bahn. Ist doch schön, so am Abend noch ein bisschen was zu tun haben. Der Mond ist schon da. Ah, ist das nicht schön? Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von was diese Meldung. Gut, ich gehe mal davon aus, dass sie von CP ist, aber warum sie erscheint, keine Ahnung. Jetzt hoffe ich nur, dass der Dünger hier reicht für diese Mission. Das sollte auch mal langsam, ups, Licht anmachen. Die Mission und das Ansehen müssen wir auf jeden Fall noch fertig machen, bevor wir dann schlafen gehen. Das muss definitiv sein. Ja, das heißt, wir können ja dann morgen, denke ich mal, einmal das mit dem Herbizid machen, den dann auch schon wieder auf das Feld schicken, den MB-Truck. Weil dann können wir nämlich gleich, wenn wir hier fertig sind, wieder in den MB-Truck springen und da weiter Unkraut vernichten. Und eigentlich müssen wir auch das Feld, das wir jetzt ansehen, noch walzen. Das müsste auch noch getan werden. Gucken, wie weit ist der denn da? Ja gut, der braucht noch ein bisschen. Aber wie gesagt, das kriegen wir auch alles geregelt, denke ich mal. Aber ich würde sagen, in diesem schönen Sonnenuntergang machen wir jetzt erst einmal Feierabend. Morgen 9 Uhr, wie gehabt, geht es natürlich weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, macht es gut und tschüss.